Herzlich willkommen zum heutigen Pressbriefing des Science Media Center. Mein Name ist Annegret Burkert. Ich bin Redakteurin für Medizin und Lebenswissenschaften beim Science Media Center Germany. Ich begrüße die teilnehmenden Journalisten und die anwesenden Experten, die sich heute hier bereit erklärt haben, für ihre Fragen zur Verfügung zu stehen. Der Herbst ist da, die Infektionszahlen steigen und mehrere Landkreise haben die kritische Marke der Inzidenz von 50 Neuinfektionen bereits überschritten. Und ein langsamer Anstieg der Neuaufnahmen von Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern ist auch schon zu beobachten. Solange es keinen Impfstoff gibt und keine Therapie gegen SARS-CoV-2, bleibt die nationale Teststrategie, das Bundesministerium für Gesundheit, neben den AHA-Regeln einer der Hauptmechanismen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Bisher werden in Deutschland pro Woche mehr als 1 Million PCR-Tests zur Diagnose von Verdachtsfällen abgerechnet. Die Strategie heißt in der Regel, dass Symptomträger und eventuell enge Kontaktpersonen getestet werden und direkte Kontaktpersonen von positiv Getesteten werden gebeten, sich in Quarantäne zu begeben, um mögliche Infektionsketten zu unterbrechen. Was aber, wenn es zu viele Infektionsketten zu verfolgen gibt und wenn das Virus scheinbar überall ist? Gesundheitsminister Jens Spahn plant jetzt ab Mitte Oktober eine dritte Verordnung der Teststrategie. Als Erweiterung sieht diese primär vor, kostenlose Testungen auszuweiten, weil das Bundesministerium Ihnen eine entscheidende Bedeutung für die Eindämmung von Corona-Infektionsketten zuschreibt. Und laut des Gesundheitsministers sollen ab kommender Woche pro Monat 9 Millionen sogenannter Corona-Schnelltests zur Verfügung stehen und die PCR-basierten Tests ergänzen. Diese sollen vor allem zur Testung von asymptomatischen engen Kontaktpersonen verwendet werden und verstärkt im Krankenhaus- und Pflegebereich eingesetzt werden. Allerdings diskutieren auch weitere Bereiche, zum Beispiel die Veranstaltungsbranche oder Schulen, wie sie diese Schnelltests nutzen können. Wir wollen hier heute in dem virtuellen Pressbriefing klären, welche Teststrategien wann sinnvoll sind und wir wollen erklären, welche Testgüte von den neuen sogenannten Point-of-Care-Tests nach dem Stand der Wissenschaft erwartet werden kann. Bei welchen Personengruppen macht eine erweiterte Teststrategie denn aus wissenschaftlicher Sicht überhaupt Sinn? Diese Fragen und Ihnen und Ihre wollen wir jetzt klären. Ich bitte Sie, Ihre Fragen im Chat zu stellen. Bitte wählen Sie die Option an alle Teilnehmer, sodass mein Kollege die Fragen auch sammeln und an mich weiterreichen kann. So, damit möchte ich jetzt auch schon zu Frau Professorin Dr. Sandra Ziesek kommen. Sie ist Direktorin des Instituts für medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt sowie Professorin für medizinische Virologie an der Goethe-Universität in Frankfurt. Hallo, Frau Ziesek. Halten Sie es angesichts steigender Fallzahlen für sinnvoll, die Teststrategie um Schnelltests auf bestimmte Gruppen zu erweitern? Und wenn ja, wo sollten diese Antigentests denn prioritär verwendet werden? Ja, also das macht auf jeden Fall Sinn, aber ich möchte nochmal betonen, dass aus meiner Sicht die PCR weiterhin der Goldstandard bleibt, gerade für die Abklärung von symptomatischen Patienten zur Stellung einer Diagnose. Also die Antigentests sind eher dazu da, um Fremdschutz zu betreiben. Und ein Antigentest sollte nur dann als Alternative verwendet werden, wenn die PCR nicht zeitnah möglich ist. Wo kann man das einsetzen? Zum Beispiel bei asymptomatischen Menschen, die einen Besuch im Altenheim planen. Hier macht das Sinn, dass für eine begrenzte Zeitdauer dieser Test dann eine Gültigkeit hat und man das Risiko minimiert, dass die Virusinfektion in ein Altenheim getragen wird. Und das ist, wie gesagt, mit dem Fremdschutz gemeint. Wenn dieser Test positiv ausfällt, ist aber auch ganz wichtig, nochmal zu betonen, dass da immer eine PCR zur Bestätigung erfolgen müsste. Und wenn man den Test bei symptomatischen zum Abklären einsetzen will, dann muss man, wie gesagt, nur zur Not, wenn es keine PCR gibt oder nicht zeitnah zur Verfügung ist, aber bedenken, wie lange schon die Symptome vorliegen, weil das ganz entscheidend ist für die Wirkung dieses Tests. Darf ich da direkt nachfragen? Entscheidend ist für die Wirkung. Also wann ist denn dieser Test oder wann können die denn eingesetzt werden? Können Sie genauso sensibel wie eine PCR denn einer Infektion nachweisen oder nur, wenn die Infektion oder die Viruslast besonders hoch ist? Genau das Zweite. Also die Sensitivität ist nicht so hoch wie bei der PCR.
Und die Viruslast ist ja am höchsten kurz vor Auftritt der Symptome und kurz nachdem die Symptome aufgetreten sind. Das heißt, in dieser Phase können Sie mit dem Antigentest die Diagnose stellen. Aber wenn wir jetzt mal das Beispiel nehmen aus dem Krankenhaus, es kommt jemand, der seit einer Woche Symptome hat, sich verschlechtert hat, das ist ja oft der Fall, dass das erst verzögert passiert, da kann der Antigentest oft schon wieder negativ sein und trotzdem die Ursache der Lungenentzündung zum Beispiel eine Covid-19-Erkrankung sein. Und hier ist der dann nicht die erste Wahl, auf gar keinen Fall. Und jemand, der vielleicht noch ganz am Anfang seiner Infektion steht, also noch asymptomatisch ist und vielleicht auch nicht so eine hohe Viruslast hat, diejenigen werden aber unter Umständen dann auch nicht gefunden durch die Schnelltests? Das gilt ja genauso für die PCR. Natürlich würde die PCR es ein bisschen früher erkennen. Der Schnelltest, der antigenbasiert, ist ein wenig später, weil die Viruslast noch ein bisschen höher sein muss. Und hier kann man zum Beispiel ja mit der Frequenz arbeiten, wie oft man diese Tests einsetzt, also alle paar Tage zum Beispiel einen Test macht, um dann einen Anstieg irgendwann zu bemerken. Gut, damit möchte ich jetzt auch nochmal zu unserem zweiten Experten kommen, Herr Professor Dr. Gérard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Hallo, Herr Krause. Ja, hallo. Wie schätzen Sie denn die geplante Teststrategie aus epidemiologischer Sicht ein? Werden die verschiedenen Schnelltests helfen, ein unkontrolliertes Wachsen der Infektionszahl zu verhindern, indem Infektionsketten erkannt und hoffentlich rascher unterbrochen werden können? Ja, also ich denke, dass diese Point-of-Care-Tests, die Antigen-Tests, tatsächlich einen ganz großen Unterschied machen können im Management, insbesondere im Management im Bereich des Infektionsschutzes. Und ich stimme Sandra Cizek total zu, dass das natürlich nicht dafür taugt, die Patienten zu diagnostizieren oder eine Differentialdiagnose zu betreiben. Aber es kann, wenn richtig eingesetzt, und da komme ich gleich noch dazu, helfen, diejenigen Menschen zu identifizieren, die Überträger sind. Und da ist vielleicht sogar vom Vorteil, dass es nicht so sensitiv ist, weil dann eben nur der Test dann positiv ausschlägt, wenn tatsächlich relevant viel Material nachweisbar ist. Ich sehe allerdings eine Schwierigkeit bei potenziell falsch negativen Tests und nicht deswegen falsch negativ, weil die Testchemie nicht ausreichend sensitiv ist, sondern falsch negativ, weil die Abnahmetechnik ungeeignet sein könnte. Das spielt ja damit rein. Und das muss mit bedacht werden bei der ganzen Strategie, denn die Probenentnahme trägt ja mit dazu bei, ob der Test positiv ist oder nicht, wenn man es richtig macht oder wenn man es falsch macht. Und daher müsste man bei diesen kritischen Stellen, also Altenpflegeheime und so weiter, müsste man dafür sorgen, dass wirklich geschultes Personal diese Proben entnimmt. Man muss auch bedenken, wenn man das also den Probanden selbst überlässt und ein Proband vielleicht konkret das Interesse hat, dass der Test negativ ausfällt, kann er ja dazu beitragen, dass der Test so durchgeführt wird, dass er negativ ausfällt. Und das müssen wir natürlich verhindern. Also von daher muss das mitbedacht werden. Das hat auch wieder mit Kosten zu tun. Es geht ja nicht immer hier um die Testkosten selbst, also der eigentlichen Testuntersuchung, der Analytik, sondern es geht immer auch um die prozeduralen Kosten vor und nach dem Test. Das muss man mitdenken und mitorganisieren. Ja. Also bisher ist ja laut des Referentenentwurfs auch nicht geplant, dass nicht medizinisches Personal die Tests durchführen können. Also das Heimtests stehen ja tatsächlich jetzt auch, soweit ich weiß, noch nicht zur Debatte. Genau, also es ist richtig, dass das so vorgesehen ist. Ich habe das gelesen, dass das ist auch genau vernünftig so, dass also mitgedacht und mitorganisiert wird, dass diese Entnahme der Proben durch geschultes Personal durchgeführt wird. Ja. Der Anteil falsch positiver Tests ist nach wie vor ja auch noch ein wichtiges Diskussionsthema, insbesondere bei niedriger Inzidenz. Gibt es aktuelle Studien, wie hoch dieser Anteil unter Praxisbedingungen ist? Das ist ganz einfach. Das hängt immer von der Basisprävalenz ab. Das heißt, das verändert sich mit der epidemiologischen Lage. Das kann man ziemlich leicht ausrechnen, wenn man erstmal Sensitivität und Spezifität hat. Da würde ich dann zurück an die Virologin verweisen. Aber auch das ist wiederum abhängig von der Entnahmetechnik. Also gerade der Punkt falsch negativ ist ganz stark abhängig von der Entnahmetechnik. Und der ist aber, also sagen wir mal, ein falsch positiver Test ist ja in diesem Setting, ich will eine
vulnerable Personen schützen vor einem Überträger, vor einer Person, die in relevanter Weise Viren übertragen kann, ist ja ein falsch positiver Test in diesem Setting erstmal nicht so schädlich. Danach habe ich nämlich vielleicht einen Besuch umsonst vermieden und hätte ihn vielleicht zulassen können, aber es ist erstmal kein Schaden entstanden. Umgekehrt ist die Frage tatsächlich kritisch, wenn ich einen falsch negativen Test habe. Die Person, der Besuch findet also statt und es stellt sich heraus, dass die beprobte Person doch in relevanter Menge Viren ausgeschieden hat, dann hat man die Person im Altenheim zum Beispiel unnötigerweise einem Infektionsrisiko ausgesetzt. Ich würde also sowieso in jedem Fall trotzdem auf das Tragen von Masken und zwar in diesem Setting dann auch auf FFP2-Masken bestehen und auch darauf bestehen, dass dieses Auflegen und Setzen und Tragen dieser Masken richtig überprüft und belehrt wird oder überwacht wird, dass man also da nicht die handelsüblichen Mund-Nasen-Schutz-Dinger, wie ich sie hier so habe, dabei in diesem Setting verwendet, sondern eine richtige FFP2-Maske. Ja, Frau Ziesek, führen Sie denn solche Schnelltests bei sich zum Beispiel im Krankenhaus aktuell schon durch? Ja, also wir sind die gerade am Evaluieren. Wir haben verschiedene Produkte von verschiedenen Herstellern da, die alle, sage ich mal, der zweiten Generation angehören. Wir haben die natürlich schon mal im Frühjahr getestet, die waren aber nicht zufriedenstellend. Die, die jetzt auf den Markt gekommen sind, die sind gar nicht so schlecht. Wir können ganz gut das, also wir haben anhand eines Ausbruchs mal geguckt, welche CT-Werte diese Tests schaffen und ob das auch korreliert mit der Infektiosität. Das Ergebnis, da muss man sagen, die sind deutlich besser geworden als im Frühjahr, aber die sind auch nicht perfekt. Das muss einem klar sein. Deswegen sage ich ja, der Goldstandard bleibt die PCR. Und deswegen kann man auch diese Antigen-Tests nicht ersetzen, gerade im Krankenhaus-Setting. Aber wir werden die immer mehr, denke ich, auch einsetzen, einfach durch die beschränkten Ressourcen, die wir haben. Und wenn man das mal so anschaut, dann schaffen die ungefähr einen CT-Wert von 28, manchmal bis 30. Und sind aber, was Gerard Krause auch gerade sagte, auch leider falsch positiv bei so ungefähr 1% der Personen. Und das ist natürlich, finde ich, auch schon ein Problem, gerade wenn ich mir das in einem Pflegeheim vorstelle, wo vielleicht, da muss man sehr gut kommunizieren mit den Leuten, was das dann bedeutet, weil dann natürlich Pflegekräfte zum Beispiel einen Tag zu Hause bleiben müssen, bis in der PCR das abgeklärt wurde. Das sind so für mich noch Fragen, die offen sind, wer genau betreut dann diese Pflegeheime, damit es da nicht zu Unsicherheiten auch bei dem Personal kommt. Darf ich kurz nochmal darauf eingehen, was Sie gerade gesagt haben? Sie sprachen gerade, dass die Tests so bis zum CT-Wert 28 das gut erfassen können. Anhand Ihrer Erfahrung, was bedeutet ein CT-Wert von 28? Ist jemand dann kurz, also ist das so ein Wert, den man hat, bevor man wirklich als Überträger in Frage kommt? Oder sind diese Patienten dann schon Überträger? Also wie kann man das so einordnen, diesen Wert, den Sie dort gerade genannt haben? Also wir züchten ja parallel an in Zellkultur und schauen, ob man Zellen damit infizieren kann. Und da nimmt das sehr stark ab 30, sage ich mal, ab. Und man kann ungefähr schätzen, dass vielleicht 10-20% noch anzüchtbar sind in Zellkultur, obwohl der Antigentest negativ ausfällt. Das heißt aber nicht, dass dann auch der Patient dementsprechend ansteckend sein muss. Da kommen ja noch andere Faktoren ins Spiel, außer ein Zellkulturexperiment, sage ich mal. Und ja, also man geht ja davon aus, dass das schon korreliert mit der Ansteckungsfähigkeit von Patienten. Und da ist 28 bis 30. Ja, rapide abnimmt oder kaum mehr Ansteckung ist, wenn der CT-Wert deutlich über 30 dann ist. Ne?
Ja, Herr Krause, vielleicht können wir anhand eines Beispiels vielleicht nochmal die Güte da so ein bisschen einordnen. Ein Schnelltest von Roche hat bei der Validierung in Brasilien und Indien, also Ländern mit hoher Inzidenz, eine Sensitivität von 96,5% in etwa, 96,25% ergeben und eine Spezifität von 99,68%. Diese Ergebnisse liegen nach dem Test in 15 Minuten vor. Was bedeutet diese Güte? Also wenn man das jetzt bei einer Inzidenz von 50, also Personen pro 100.000 hier in Deutschland viel falsch negative würde das vielleicht ergeben oder wie viel würde man finden? Ich rechne mal mit 100, das kann ich leichter im Kopf. Also, wenn wir wenn wir 100 Leute testen oder 1000 Leute testen und die Sensitivität unseres Verfahrens liegt bei 99, ich sage mal zur Vereinfachung, 99%, ja, dann sind dann 100 davon nicht korrekt detektiert worden. Also das sind 100 positive. Also wenn wir 1000 haben oder wenn wir bei 100 positiven den Test ansetzen, dann sind 10 davon nicht gefunden worden von den positiven. Das heißt, bei 100, und das hat, und sehen wir mal an, wir haben eben, und das, deswegen ist es so wichtig, wie groß ist die Prävalenz. Denn wenn sich das Anteil Wenn sich das Verhältnis verkehrt, also wenn ein großer Teil der Bevölkerung, ein großer Teil der Getesteten positiv ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein positives Ergebnis tatsächlich positiv ist, auch höher. Und deswegen ist es auch wichtig, bei der ganzen Teststrategie gezielter, das ist jedenfalls meine Meinung, gezielter vorzugehen. Erstens deswegen, weil dann auch der Vorhersagewert, der positive und ebenso der negative entsprechend besser werden. Aber vor allen Dingen auch, um die Prioritäten richtig zu setzen. Also beim PCR-Test hängen wir ja immer noch ganz stark davon ab, dass die Prozesse, Versand der Probe zum Labor, Rückversand des Ergebnisses vom Labor zurück zur Person und zum Gesundheitsamt und so weiter. Das sind Prozesse, die da dranhängen und die zur Zeitverzögerung führen. Wenn wir jetzt ganz stark massenhaft Menschen testen, von denen wir eigentlich schon vorhersagen können, dass sie negativ ausfallen werden, weil wir keine Vorselektion gemacht haben, zum Beispiel aufgrund von Risikofaktoren, aufgrund von Exposition oder aufgrund von Symptomen, dann verstopfen die den Prozess und führen zu Verzögerung des Gesamtprozesses. Und dann sind die wenigen, wo ich wirklich sehr schnell ein Ergebnis haben möchte, die müssen sich dann mit einreihen und müssen ebenfalls 3, 4 Tage warten, bis das Ergebnis da ist. Und deswegen ist es vielleicht wirklich ein Game Changer, wenn jetzt mit den Schnelltests diese zuletzt genannten, also nicht prioritären oder nicht ganz so prioritären Beprobungen über den Schnelltest gemacht werden, wo es nicht darauf ankommt, eine Differentialdiagnose zu machen, wo es nicht darauf ankommt, einen erkrankten Menschen korrekt zu diagnostizieren, sondern wo es darauf ankommt, die Exposition zu reduzieren. Wenn man das über einen Schnelltest macht und damit sozusagen auf der Strecke der PCRs wieder ein bisschen Entlastung schafft und dann dafür sorgen kann, dass die Befunde von den PCRs schneller verfügbar sind, dann haben wir in doppelter Weise gewonnen. Dann haben wir nämlich die Entscheidungsgrundlage direkt vor Ort für diese Expositionsfragen und gleichzeitig für diese kritischen Fragen bei den Patienten, wo wir wirklich schnell ein Ergebnis haben wollen, haben wir vielleicht dann nicht mehr diese Situation, dass wir 3, 4 Tage für das Ergebnis warten müssen. Denn das ist bis jetzt wohl nicht gelungen, nach meiner Beobachtung, dass man bestimmte Laborbefunde systematisch prioritär in den Diagnostikkanal hat schieben können gegenüber anderen. Vielleicht innerhalb eines Krankenhauses, aber ansonsten so wie in der Allgemeinheit ist es wohl nicht so gelungen. Das hat dazu geführt, dass viele Befunde, die eigentlich man sehr gerne schnell gehabt hätte, ebenso warten mussten wie andere. Wenn ich jetzt so einen Schnelltest oder wenn so ein Schnelltest angewendet wird, Frau Ziesek, und der fällt positiv aus, was ist denn die Konsequenz, die daraus resultiert? Muss diejenige in die Quarantäne oder gibt es danach dann einen Schnelltest, einen PCR-Test, Entschuldigung? Genau, ich glaube, man muss noch mal differenzieren, dass es nicht durcheinander geht. Es gibt ja auch einen PCR-Schnelltest, ne? Also auch einen Point-of-Care-Test, der in der Notaufnahme von großen Krankenhäusern steht. Der dauert auch 40 Minuten, das gibt es auch, ne? Aber Sie meinen jetzt einen Antigentest, Genau. den sozusagen der gemacht wurde, dann
wird gefordert, dass es eine PCR zur Bestätigung gibt. Und die PCR, das PCR-Ergebnis führt dann natürlich entsprechend dem, wie die PCR ausführt, gegebenenfalls zu einer Isolation. Ja. Es gibt wohl Tendenzen in Teilen der Politik, Tests für alle Bürger zu ermöglichen. Auch Söders Strategie geht ja in die Richtung, möglichst viele Tests durchzuführen. Was halten Sie davon? Ist das überhaupt von den Laboren zu stemmen und gibt es dafür überhaupt genug Tests? Nein, also ich halte da nicht so viel von. Ich sehe das genauso wie Gerard Krause, dass wir priorisieren müssen. Immer wenn etwas knapp ist, muss man priorisieren. Die höchste Priorität haben natürlich Kranke mit Symptomen und die Risikogruppen, die wir schützen müssen. Das ist ganz klar. Und ich glaube auch, dass diese Selbsttestung mit Antigentest von Laien nicht so schnell oder vielleicht auch nie erfolgen wird, ohne dass da ein engtreuig medizinisches Personal dahinter steht, weil das einfach, dafür sind die Tests auch gar nicht perfekt genug. Das würde zu so viel falschen Ergebnissen führen, dass es ganz viel Unsicherheit machen würde und eher Chaos, denke ich. Und da bin ich persönlich nicht dafür. Herr Krause, wie kann man dieses Priorisieren gut umsetzen? Wie wird das in der Praxis bewerkstelligt? Habe ich leider nicht die Patentlösung. Die Kriterien, nach denen wir priorisieren sollten, die sind, glaube ich, ziemlich klar, hat Sandra gerade schon genannt. Also symptomatische Patienten, unter den symptomatischen Patienten insbesondere die schon betagt sind oder zusätzliche Risikofaktoren haben, das ist sicherlich die allerhöchste Priorität. Und da würde man dann natürlich auch versuchen wollen, gleich auch parallel einen PCR-Test zu machen und nicht erst zu warten oder sich auf das auf den Antigentest verlassen. Und dann kommen eben die nächste Schicht, das sind eben diejenigen, die eine klare definierte Exposition hatten und Risikofaktoren haben, wo man also dann, wenn man befürchten muss, dass sie erkranken, dann auch zusätzlich gleich befürchten muss, dass sie schwer erkranken. Dann würde man also innerhalb der Gruppe der Exponierten auch nochmal priorisieren und würde dort diejenigen mit klaren Risikofaktoren, und zwar nicht irgendwelchen beliebigen, sondern klar definierten Risikofaktoren diesbezüglich priorisieren und bevorzugt und vielleicht häufiger testen und schneller untersuchen als andere. Und dann kommen zum Beispiel Berufsgruppen, wo ganz klar ist, dass die anderen betreuen, also dass die entsprechend vulnerable Personen betreuen, also Pflegepersonal, medizinisches Personal. Das wären so die 3 oder 4 Schichten. Das kann man sicherlich noch weiter ausdifferenzieren. Ich habe wahrscheinlich auch die eine oder andere Gruppe vergessen. Aber wichtig aus meiner Sicht ist, sich daran zu orientieren, wenn jemand erkrankt, wie wahrscheinlich ist es, dass die Erkrankung schwer verläuft? Ich kann ja mal erzählen, wie wir priorisieren bei uns. Also wir haben unseren Einsendern beigebracht, Punkte zu verteilen, also rot, gelb, grün nach Ampel und blau. Rot heißt höchste Priorität, das muss in den nächsten Lauf, den wir machen. Dann ist ein Ergebnis in der Regel nach 4-5 Stunden da. Gelb heißt innerhalb von 24 Stunden, wir werden es am gleichen Tag bearbeiten, aber es ist kein Notfall. Und grün heißt, das hat Zeit auch mal 2-3 Tage. Und dann haben wir noch blau eingeführt für wirklich Screening von Asylanten, die keinen Verdacht haben und kein Risikoprofil haben. Und das funktioniert sehr gut im Alltag von einem großen Universitätsklinikum. Herr Spahn hat gestern auf der Pressekonferenz gesagt, dass 9 Millionen Schnelltests pro Monat zur Verfügung stehen soll. Meinen Sie, das reicht, um auch vor allem die 850.000 Pflegebedürftigen zu schützen und das wirklich da prioritär einzusetzen? Ist die Frage für mich oder für Herrn Krause? An beide, der was sagen möchte. Bitte, Sandra. Ja, das ist immer schwer zu sagen oder schwer abschätzbar. Ich denke, es ist ein guter Start. Das ist auf jeden Fall besser, als gar nicht zu testen. Also es wird ja zum Teil auch gar nicht getestet. Und natürlich wird das eine Erleichterung bringen, dass man die Möglichkeit hat, diese Schnelltests vor Ort durchzuführen, gerade in diesen Risikogruppen.
Ob es reichen wird, wird so ein bisschen, glaube ich, dann dieses Real-Life-Setting uns zeigen. Das kann ich ganz schlecht einschätzen. Das habe ich mich gestern auch gefragt. Es sollen ja, glaube ich, 50 Tests zur Verfügung gestellt werden pro Monat, pro Bewohner. Und da kommt es natürlich darauf an, wie viel Besuch kriegen die. Das ist ja sehr individuell unterschiedlich. Manche kriegen vielleicht jeden Tag, andere einmal im Monat. Fällt mir extrem schwer einzuschätzen, ob das ausreicht oder nicht. Das wird, glaube ich, die Erfahrung zeigen. Ja, es gibt für die Altersheime ja große Bedenken gegenüber den Schnelltests wegen dem falschen Negativrisiko. Denn ein einziger Krankheitsfall kann schon heiminterne Katastrophen auslösen. Könnte man nicht dann an einer einzelnen Person mehrere Schnelltests durchführen? Ist das nicht immer noch günstiger, als eine PCR die Woche durchzuführen? Der Punkt ist ja, des falsch Negativen an dem Test ist ja nicht der Test selbst, sondern die Entnahme. Jedenfalls der relevante Faktor diesbezüglich. Und deswegen habe ich vorhin auch betont, es ist wichtig, dass diese Entnahme von einer gut geschulten Person durchgeführt wird. Und dann hilft es auch nicht allzu sehr, dass man das zweimal oder dreimal macht. Das ist aus meiner Einschätzung nach nicht der wesentliche Punkt, sondern der wesentliche Punkt ist, dass die Entnahme gut geschult durchgeführt wird. Das ist das, was bei diesem Antigentest nach meiner Einschätzung nach den wesentlichen Punkt für die falschen Negativen macht. Und dann gilt, und das muss auch klar sein, dass das dann nicht der Freibrief ist, auf die anderen hygienischen Maßnahmen verzichten zu können, sondern es ist eine zusätzliche Schutzmaßnahme. Und dann würde ich eben zusätzlich zu den bisher auch geläufigen Schutzmaßnahmen tatsächlich auch fordern, dass man da auch noch mal einen Schritt weiter geht, sich nicht immer nur auf die Tests kapriziert. Wie gesagt, dann die richtigen FFP2-Masken nehmen, die auch richtig anlegen. Das muss auch supervidiert werden. Dort dafür sorgen, dass auch die vulnerablen Personen entsprechend geschult werden, dass das Setting entsprechend ist, dass es nicht so viele Personen auf einmal sind, die Dauer der Exposition, die Lüftung und so weiter und so fort. Also da sind ja ganz viele andere Maßnahmen, das ist ein ganzes Bündel und wir werden nicht mit diesen Tests dieses Bündel der Maßnahmen plötzlich aufgeben dürfen oder können und auch wollen nicht. Und das muss klar sein, dass es kein Ersatz für die anderen Maßnahmen ist. Aber es ermöglicht dann vielleicht Besuche durchzuführen, von denen wir normalerweise dann vielleicht hätten sagen müssen, sie müssen unterbleiben. Und das ist ja schon ein großer Gewinn. In der Diskussion ist ja auch, dass die Antigentest in den Schulen angewandt wird. Aber nun haben Sie ja gerade schon gesagt, die Entnahme ist das A und O. Und wer macht die Entnahme dann an Schulen? Also würde das überhaupt Sinn machen, diese Antigen-Schnelltests dann auch in den Schulen einzusetzen? Wie sehen Sie das? Also ich sehe das nicht priorisiert. Da haben wir vorhin schon diskutiert, was die Prioritäten sind. Die Zahl, die wir jetzt genannt bekommen haben, ist erstmal beeindruckend. Aber es wird schnell klar, wenn das eben rigoros und sinnvoll durchgeführt wird, verbraucht sich auch diese Zahl von Tests, die zur Verfügung steht. Und wie gesagt, die Kosten sind ja nicht nur die Tests selbst, die kann man irgendwie bestellen und kaufen. Und da wird der Markt das vielleicht auch regulieren. Aber dazu gehören Personen, die das nehmen können. Und dann kommt noch ein anderer Punkt, der mir sehr wichtig ist. Wir wissen jetzt einigermaßen viel über die, oder einigermaßen wenig, muss man leider sagen, über diese Krankheit. Aber eins wissen wir sehr, sehr gut. Es gibt nichts, was die Sterblichkeit an dieser Infektion so gut voraussagt wie das Alter. Und inzwischen ist auch die Literatur ziemlich klar, dass die jungen Generationen eben nicht mehr als die anderen an der Verbreitung dieser Pandemie beitragen. Eher sogar umgekehrt. Mindestens mal nicht mehr. Das heißt, auch wenn es Tatsache ist, dass auch junge Menschen schwer erkranken können, wir müssen hier mit dem Werkzeug, was wir zur Verfügung haben, prioritär vorgehen. Und das bedeutet in diesem Fall, dass wir die Mittel, die wir haben, dort einsetzen, wo wir leider erwarten müssen, dass wenn dort ein Mensch infiziert wird, dass er dann auch schwer erkrankt oder stirbt. Und das sind die Altenheime, das sind die betagten Personen in der mobilen Pflege. Und deswegen ist für mich relativ klar, solange wir mit begrenzten Ressourcen zu tun haben, das werden wir immer, dass wir erst einmal das sichergestellt haben müssen. Da sind wir weit davon entfernt. Das ist nämlich auch organisatorisch, nicht nur finanziell, sondern organisatorisch eine Herausforderung. Und wenn das dann geregelt ist, kann man vielleicht dann darüber diskutieren, ob auch Schulen und andere Settings, und dann kommen schon die nächsten mit dem Fußball, bin ich mir ganz sicher, dann die entsprechenden Fragen stellen. Ja, also
Meine Frage wäre jetzt auch gewesen, haben Sie denn Zweifel, dass genau diese Priorisierung in der Praxis nicht erfolgen wird am Ende? Ja, das ist jetzt mehr so eine politische Einschätzung als eine wissenschaftliche, aber die Beobachtung der letzten 9 Monate, ja, lassen mich das zweifeln. Ich habe das Gefühl gehabt, dass manchmal die Sachen sich an anderen Prioritäten, orientiert haben. Gut, kommen wir zurück zur Wissenschaft, Frau Ziesek. Sie hatten gerade von den PCR-Schnelltests gesprochen. Sind diese denn vielleicht vielversprechender als Antigen-Schnelltests? Und ja. Also auf jeden Fall, die sind halt vergleichbar mit einer PCR, die man auch im Labor durchführt. Die sind sehr, sehr genau. Die haben nur ein Problem, die sind nicht verfügbar. Also wir haben da streng rationiert, kriegen wir eine bestimmte Anzahl von Kartuschen zugeteilt. Das sind oft Firmen, die in Amerika sitzen, also amerikanische Firmen, und die decken einfach nicht den Bedarf, und da kann man auch nicht die Produktion unendlich erhöhen. Das ist das Problem. Wenn wir diese Kartuschen unbegrenzt hätten, hätten wir, glaube ich, viel weniger Probleme oder würden über die Antigentests gar nicht so lange diskutieren müssen. Die sind natürlich viel sensitiver und sehr, sehr gut und helfen in der Notaufnahme extrem weiter, wenn sie einen Patienten reinbekommen und den schnell zuordnen müssen in den Covid- oder Non-Covid-Bereich eines Krankenhauses. Dafür sind die gedacht, aber leider reichen die nicht mal für die Notaufnahme. Kommen die denn ohne ein Labor aus? Also könnten die auch mobil eingesetzt werden? Genau, also es gibt jetzt eine neue Regelung vom ABAS, dass die Abnahme, die Entnahme beim Patienten im gleichen Raum erfolgen muss wie das Befüllen der Kartusche. Und dann ist die Kartusche ein geschlossenes System, und dann können Sie das in diesen Geräten, die es dafür gibt, die in den Notaufnahmen häufig stehen, von großen Kliniken direkt testen. Gibt es die denn erst so kurzfristig oder wurde vergessen, diese PCR-Tests frühzeitig in größeren Mengen zu bestellen? Nein, die gibt es schon ein paar Monate jetzt. Das weiß ich nicht, seit Frühsommer würde ich sagen. Ich glaube, im Mai sind die auf den Markt gekommen. Aber wie gesagt, sie können die nicht unendlich produzieren, weil die Firmen da nicht hinterherkommen. Das sind keine deutschen Unternehmen, die in Deutschland produzieren, sondern vor allen Dingen in den USA. Und da sind wir einfach limitiert von den Firmen. Gut, kommen wir nochmal zu den Antigentests. Sind denn dort, die es bis jetzt auf dem Markt gibt, sind die denn alle gleich gut oder sollte man sich, gibt es einen besonderen Anbieter, der besser ist als ein anderer und sollte man dann nur den nehmen und gibt es davon überhaupt genug oder muss man eigentlich auf mehrere Anbieter zurückgreifen? Also, das hatte ich schon mal initial erwähnt. Ich sage mal, erste und zweite Generation, die in Anführungsstrichen, die jetzt auf den Markt kommen, sind deutlich besser. Das liegt ein bisschen daran, dass man einen guten Antikörper braucht, um einen guten Antigentest zu machen, den man jetzt halt hat. Es gibt verschiedene Diagnostikfirmen, die gute Antigentests machen. Die werden ja im Moment vom RKI und PAI getestet, und es wird, soweit ich das weiß, eine Empfehlung von der BfArM geben, die dann veröffentlicht wird und die sagt, welche Antigentests von welchen Firmen bestimmte Kriterien erfüllen und die dann eingesetzt werden sollen und die dann auch vergütet werden. Alle anderen, die nicht auf dieser Liste stehen, werden meines Wissens nicht vergütet. Wissen Sie denn, ob Laien solche Schnelltests derzeit rechtlich und mit Blick auf die Medizinprodukteabgabeverordnung nutzen dürfen? Und falls nein, halten Sie es denn für sinnvoll, dieses Verbot aufrechtzuerhalten? Im Moment ist das so, dass außerhalb von Studien das Laien nicht dürfen, also nur in Studien, das sind ja dann Studienteilnehmer, ist das möglich. Sonst müsste das RKI eine Sondergenehmigung erteilen. Und ich habe jetzt oft mit dem RKI gesprochen und sehe es auch genauso wie das RKI, dass das im Moment nicht angestrebt wird, weil die einfach zu ungenau noch sind. Also die sind einfach nicht perfekt genug, um das einem Laien in die Hand zu geben, und das auch, was Gerard Krause gesagt hat, da fehlt uns noch ganz viel Vorarbeit, was dann der richtige Abstrich auch wäre bei einem Laien, dass der wirklich adäquat durchgeführt wird und ein sicheres Ergebnis liefert. Deswegen sehe ich das im Moment nicht.
Ich möchte noch auf eine weitere Frage von draußen, also eines Journalisten, eingehen. Mit 1,1 Millionen PCR-Tests pro Woche und einer Kapazität von 1,5 möglichen Schnelltests kann praktisch jede Kontaktperson eines Infizierten getestet werden. Ist das so? Ja, wenn man sonst nichts anderes zu tun hat mit den Tests. Ne? Wir haben ja jetzt gesehen, dass in der Vergangenheit eben nicht nur Kontaktpersonen getestet worden sind, sondern alle möglichen Personengruppen, Besucher von Veranstaltungen, Rückkehrer von Reisen und so weiter und so fort. Da kommen wir noch zu einem anderen Lieblingsthema von mir, die ganze Thematik der Kontaktpersonendefinition. Die ist eigentlich beim Robert-Koch-Institut sehr schön und sehr klar aufgeführt. Das ist ein diffiziles Thema. Leider beobachte ich rundum, dass die komplett aufgeweicht wird mit so einer Art Gefühl, wir machen nochmal einen Sicherheitsaufschlag. Und dadurch wird die Zahl der Kontaktpersonen beliebig groß, weil man meint, damit besonders gut gemeint zu haben und besonders viel Sicherheit eingebaut zu haben. Das führt aber dann dazu, dass eine viel größere Zahl als Kontaktperson gehandhabt wird, auch von der Arbeit ferngehalten wird, mit allen anderen Folgen, die es hat, und dann jetzt gegebenenfalls dann auch noch getestet wird. Das heißt, es wächst dann die Zahl der Testungen, die vielleicht komplett unnötig sind, weil einfach die Kontaktpersonendefinition des Robert-Koch-Institutes nicht befolgt worden ist. Da gibt es noch eine Nachfrage. Gäbe es denn aus Ihrer Sicht eine Möglichkeit, die Testkapazität gezielter einzusetzen, insbesondere wenn man statt der Containment-Strategie eine Protection-Strategie wechseln, in eine Protection-Strategie wechseln würde? Soll ich das beantworten, oder? Ja, also das ist ja jetzt eigentlich, ist das jetzt mit dieser Verordnung, die da in Bearbeitung ist oder in diesem Referentenentwurf, ist das ja eigentlich schon vorgedacht. Also es geht ja in die Richtung, das ist auch richtig. Wir müssen uns gut überlegen, dass wir rechtzeitig die Transition, den Wechsel hinkriegen von der epidemischen Bearbeitung der Pandemie zur pandemischen oder zur endemischen Bearbeitung der Pandemie. Das heißt, wir müssen irgendwann mal, wir müssen rechtzeitig Strategien entwickeln, dass wir die Sache weniger als einen gerade beginnenden Ausbruch betrachten und behandeln, von dem wir glauben, dass wir ihn verlangsamen oder sogar stoppen können. Das ist wohl klar, dass das nicht mehr so ist, sondern wir müssen jetzt mit der Situation umgehen. Und deswegen ist die Frage, dass eben die Leute, von denen wir wissen, dass sie ein besonders hohes Risiko für schwere Erkrankungen haben, dass wir dort diese Strategien bevorzugt einsetzen. Also insofern ist das praktisch schon. Obwohl man sagen muss, dass die nationale Teststrategie noch eine Priorisierung vorsieht und da Ausbruch priorisiert ist vor dem zum Beispiel Besuchern oder Asymptomatischen, die einen Besuch im Altenheim haben. Also das ist schon noch so und ich denke, was wir gelernt haben, ist, dass ja meistens eine Person viele anstecken kann und ganz viele gar keinen mehr anstecken. Und dieses Wissen, denke ich, sollten wir nicht ganz zur Seite schieben, sondern vor allen Dingen diese Cluster weiter nachverfolgen. Vielleicht nicht jeden Einzelnen, aber gerade Cluster nachzuverfolgen, ist, denke ich, immer noch wichtig. Okay, da habe ich mich vielleicht ungeschickt ausgedrückt. Das wollte ich nicht in Frage stellen. Ich meinte jetzt die Gesamtpandemie, dass man die Gesamtpandemie jetzt sozusagen nicht mehr als beginnende Pandemie betrachtet, sondern als eine, die schon da ist und dass man innerhalb der Pandemie sich um die Ausbrüche und die Cluster kümmert und die prioritär angeht. Dieser Meinung bin ich natürlich auch. Okay, gut. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Hier ist die Frage. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen durcheinander gekommen mit meinem Dokument, was ich hier habe. Die Antigen-Tests. Ich möchte noch mal eine Frage stellen. Wir haben ja auch schon über verschiedene Bereiche gesprochen. Können Sie sich vorstellen, dass es Kulturveranstaltungen auch wieder geben könnte mit dem Einsatz von Antigen-Tests, dass man halt die Besucher vorher testet und dann diejenigen, die ein negatives Testergebnis haben, zulässt? Kann man sich das, aber wie gesagt, solange wir begrenzte Kapazitäten haben, müssen wir priorisieren und da sind leider die in meiner Priorisierung auf jeden Fall nach der Sicherung, dass die Schulen offen bleiben, dass die
Pflegeheimen sicher sind und dass in den Krankenhäusern oder dass symptomatische Patienten gut versorgt werden. Theoretisch ist das denkbar, aber ich weiß nicht, ob wir da mal hinkommen, dass wir uns das leisten können auch, ne? Also jetzt leisten von den Testkapazitäten. Ja. Jetzt haben Sie gerade schon die Schulen genannt. Da würde ich auch noch mal gerne auf die Stellungnahme zu sprechen kommen von der Gesellschaft der Virologen. Da hatten wir gesagt, wenn es einen Ausbruch an den Schulen gibt, dass dann alle Beteiligten in eine Quarantäne gehen, aus der sie sich dann nach einer Kurzzeitquarantäne heraustesten können. Könnten Sie sich vorstellen, dass dieses Heraustesten auch mit diesen Schnelltests möglich wäre? Und sehen Sie immer noch so diese Strategie als eine der sinnvollen Strategien an? Natürlich sehe ich jetzt nicht alles mehr in diesem, das ist ja schon ein paar Wochen alt, dieses Papier. Was ich immer noch so sehe, ist, dass es wichtig ist, kleine Gruppen zu haben, damit das sich nicht so durchmischt und man möglichst wenig Kinder in Quarantäne schicken muss. Und ich glaube schon, dass man die Quarantäne 14 Tage, das ist eine sehr, sehr lange Zeit für Kinder, dass ja auch verschiedene Gruppen oder Pädagogen sich jetzt damit beschäftigen, wie eigentlich Kinder mit einer Quarantäne klarkommen. Das sind ja auch Dinge, die jetzt virologisch nicht sind, sondern wirklich auch bei denen zu einschneidenden Erlebnissen führen können. Und deswegen glaube ich schon, dass das eine gute Lösung wäre, dass man die Quarantäne kurz hält, keine Ahnung, 5 Tage zum Beispiel oder 7 Tage und dann einen Antigentest macht und dann wieder dadurch eine Woche oder mehr gewinnt. Das kann ich mir schon vorstellen, ohne jetzt konkret mir das zu Ende gedacht zu haben, wie das ablaufen würde. Danke. Hier kommt noch mal eine Nachfrage an Sie, Herr Krause. Wer einen positiven Antigen-Test hat, muss in die Quarantäne und muss das Ergebnis dann auch ans RKI gemeldet werden? Also zunächst mal wird nicht ans RKI gemeldet, sondern ans Gesundheitsamt vor Ort. Und über das Gesundheitsamt wird es dann ans RKI bzw. an die Landesstelle übermittelt und von dort ans RKI. Aber ja, jeder positive Befund ist nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtig. Das ist übrigens dann auch nochmal ein wichtiger Punkt an dieser Sache. Wenn es eben nicht von Profis entnommen wird, die Meldepflicht ist ja für die Untersuchungsstellen. Und wer ist die Untersuchungsstelle, die nach dem Gesetz meldepflichtig ist? Das heißt, das muss in diesem Prozess dann mit geregelt werden. Mindestens aber, wenn jetzt die Regelung so ist, dass nach jedem Positiv-Antigen-Test auch ein PCR-Test folgt, dann ist ja dann mindestens der dann nachfolgende PCR-Test meldepflichtig. Also insofern wäre das auf diese Art und Weise zu regeln. Ich habe noch eine weitere Frage hier. Und zwar hat die New York Times vor wenigen Tagen berichtet, dass in Nevada die Verwendung dieser Schnell-Antigen-Tests gestoppt wurde, weil es wohl nachweislich zu viele Falsch-Positive gab. Sehen Sie diese Gefahr auch, dass das kommen könnte, dass sie jetzt sehr viel eingesetzt werden und man dann feststellt, eigentlich helfen die uns gar nicht so weiter? Ja, nicht, dass gar nicht helfen. Das ist ja, was ich eingangs meinte, dass man schon damit rechnen muss, dass ungefähr 1-2% der Menschen, die man dann testet, einen falsch positiven Befund haben. Das sehen wir auch. Wir haben auch eine Idee, woran das liegt, möchte ich nur noch nicht erzählen, weil, wie gesagt, das ist noch eine Hypothese. Aber das zeigt, wie wichtig das ist, dass man immer eine PCR zur Bestätigung macht. Und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, dass man denen das kommuniziert und da sehr gute Anbindung hat, also dass die wirklich wissen, an wen kann ich mich wenden, wenn das Ergebnis positiv ist, wo kriege ich sofort eine Bestätigung. Das PCR muss nicht 3-mal rumtelefonieren oder 4 Tage warten. Ich weiß nicht, was genau, also ich habe das auch gelesen, diesen Artikel in der New York Times, wie das genau da war, aber ich glaube, das ist genau das, was gut kommuniziert werden muss mit den Pflegeeinrichtungen, die ja in dem Sinne keine Profis für Antigen-Schnelltests sind. Da muss es Schulungen geben durch ärztliches Personal, durch die Hausärzte. Ich weiß nicht, wer das machen wird. Der ÖGD ist ja schon sehr ausgelastet, ob das dann vielleicht der Hausarzt übernehmen kann. Und dass der vielleicht auch die Betreuung von so einer Einrichtung dann übernimmt. Also wenn ein positives Ergebnis da ist, dass der dann sich auch darum kümmert, dass nochmal eine PCR erfolgt.
Und ich glaube, das ist immer, was Sie den Leuten verkaufen. Also wenn Sie denen signalisieren, ach, wir brauchen die PCR nicht mehr, Antigen-Test ist jetzt ganz toll. Und dann sind aber einige Ergebnisse, ich weiß nicht, jedes Hundertste oder jedes 50. falsch, dann verlieren die Leute das Vertrauen. Und wenn man das aber von vornherein sagt, das gibt es, diese Möglichkeit, wir müssen dann einfach gucken. Es gibt einige Leute, die wahrscheinlich diesen Test nicht machen können aus bestimmten Gründen. Dann denke ich mal, könnte das besser laufen. Aber das ist jetzt genau die Schwierigkeit, wenn diese Verordnung kommt, ist ja in den Einrichtungen dann zu klären, wie läuft das genau ab, wer kümmert sich darum, wer ist der Ansprechpartner, wenn ein Test positiv ausfällt. Das wird ja dann auch oft ganz früh morgens sein, bevor man zur Arbeit geht vielleicht. Das ist schon ein ganz schöner logistischer Aufwand, der da auf die entsprechenden Einrichtungen, aber auch auf die betreuenden Ärzte zukommt. Dazu passt ganz gut die nächste Frage. Der neue Referentenentwurf soll ja nun die alte Verordnung ersetzen. Und gibt es Ihrer Meinung nach Ihrer Ansicht nach Aspekte, die dann vielleicht in dem neuen Entwurf fehlen? Und wie bewerten Sie die politische Kommunikation dieser immer wieder wechselnden Strategien gegenüber der Bevölkerung, auch gegenüber den Gesundheitsämtern und dem medizinischen Personal, Herr Krause? Ich habe jetzt nicht beide so nebeneinander gelegt, als dass ich da jetzt das groß vergleichen könnte, muss ich leider sagen. Kann ich in dem Sinne nicht beantworten. Dass wir hier in so einer Situation mit wechselndem dynamischen Geschehen und neuen Erkenntnissen auch unsere Strategien anpassen müssen, ist ja eine Notwendigkeit und die versteht man auch, glaube ich. Also das ist, glaube ich, nicht das Problem, dass man, wenn man das inhaltlich begründet, die Strategien anpasst. Im Gegenteil, das wäre völlig töricht und verantwortungslos, nicht agil zu reagieren und eben das irgendwie auszubremsen oder nur nach bestimmten Zyklen zu erneuern. Etwas anderes ist es, wenn in unterschiedlichen Teilen desselben Landes oder derselben Gesellschaft oder Community, sagen wir mal Europäische Union oder so, ganz unterschiedliche wissenschaftliche Kriterien oder Erwägungen oder Kriterien und Prinzipien angelegt werden, nach denen die Maßnahmen getroffen werden. Dass dann vor Ort jeweils sehr unterschiedliche Maßnahmen getroffen werden müssen, das ist auch wieder klar, weil die Situation ja vor Ort unterschiedlich ist. Aber die Kriterien, die dazu leiten, die sollten doch ähnlich sein und vergleichbar sein. Frau Ziesek, wollen Sie das noch ergänzen? Ich sehe das eigentlich genauso. Also wie gesagt, die endgültige Form liegt ja noch gar nicht vor. Ich denke schon, dass das sinnvoll ist, immer anzupassen. Das ist ja auch eine Stärke, wenn man das tut. Also das wirklich der aktuellen Situation, aber auch dem Erkenntniszuwachs anzupassen. Und wir haben nun mal erst jetzt diese Antigen-Tests, dass wir die einfügen können in diese Teststrategie. Und die Teststrategie vielleicht auch ein bisschen anzupassen an die Inzidenz in den jeweiligen Regionen ist sicherlich auch vielleicht noch eine Verfeinerung sozusagen. Ne? Also es wäre ja eine Möglichkeit, dass man sagt, wir testen Besucher nur ab einer bestimmten Inzidenz. Das weiß ich nicht, also das wäre auch möglich. Aber da müssen wir uns einmal ein bisschen gedulden, bis dann die endgültige Version, denke ich, kommt. Hier gibt es eine sehr spezifische Forschungsfrage und zwar, es gibt wohl eine Meldung von der University of California über einen Schnelltest, der über eine CRISPR-Technik erfolgt, angeblich auch sehr einfach durchzuführen sei und nur 5 Minuten dauern soll. Haben Sie davon schon gehört? Können Sie eine Einschätzung zu diesem Test geben? Also ich habe davon gehört, wenn die Frage an mich ist. Ja. Ich glaube, die sind ziemlich genau, also die sind sehr adäquat, aber das ist so ähnlich wie mit diesen LEM-Verfahren. Das ist alles noch sehr forschungsnah und wenig anwendungsfreundlich. Also wir haben ja einen ganzen Prozess, den wir brauchen, um ein Ergebnis zu produzieren von einem Test. Sie brauchen nicht nur die reine PCR, sondern Sie müssen die Patientendaten erfassen. Sie müssen die Präanalytik sicherstellen. Dann muss die Abrechnung geklärt sein. Dann muss der Patient auch das richtige Ergebnis bekommen. Und dieser Prozess dauert viel länger als die eigentliche PCR oder dieses CRISPR-Verfahren. Deswegen glaube ich, dass das nicht wirklich jetzt auf den Markt kommen wird und die Marktreife innerhalb so kurzer Zeit erlangen wird, weil die MTAs
die spielen ja eine große Rolle und die sind seit Jahren auf diese PCR-Systeme trainiert. Das machen die, sage ich mal, mit Links und geschlossenen Augen. Nein, machen sie natürlich nicht, aber so, da sind die sicher in solchen Verfahren. Wenn ich jetzt meine MTAs noch mit lauter neuen Technologien hier zuschmeiße, dann haben die irgendwann, weiß ich nicht, ob die das so toll finden, weil eigentlich die PCR auch nicht lange dauert. Also das ist alles toll, aber ich sehe es noch nicht wirklich in der Anwendung auf dem Markt. Das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Ja, wir kommen jetzt langsam auch zum Schluss. Ich habe hier noch eine Frage eines Regionaljournalisten, die ich gerne an Sie beide stellen würde. Dieser sagt, in unserer Leserschaft gibt es immer wiederkehrende Kritik an der angeblichen Unzuverlässigkeit der PCR-Tests wegen der falsch positiven Tests. Wie erklären Sie sich diese Kritik und wie ist sie einfach zu widerlegen? Ich kann sie nicht mehr hören und der kann sich ja meinen Podcast anhören. Da habe ich da irgendwie eine halbe Stunde drüber gesprochen. Also das ist einfach die falsche Annahme, dass wir Rohdaten rausgeben als Befund. Ja? Das ist ein komplett anderes, also da fehlen einfach viele Schritte dazwischen. Und wie man es widerlegen kann, ist ganz einfach. Wenn das so wäre, dass 1-2% der PCRs falsch positiv wären, dann würde das nicht erklären, warum im Norden, in Mecklenburg-Vorpommern, so viel weniger positive sind als in Bayern. Das würde ja heißen, dass die bayerischen Labore alle falsch messen oder so. Also das macht gar keinen Sinn. Ja? Und auch also wir haben eine Studie gemacht, noch ein Beispiel mit 13.500 PCRs und haben keine einzige falsch positive rausgegeben. Also das ist einfach, wir geben ja keine Rohdaten raus, sondern man guckt sich natürlich die PCR-Daten an, die Kurvenverlauf an, man hat meist 2 Gene oder sogar 3 Gene, die man zusammen interpretiert und das alles macht einen medizinischen Befund. Ne? Und das habe ich, wie gesagt, ich kann da nichts mehr zu sagen. Vielleicht möchtest du noch, Gerard, was dazu sagen. Ja, das ist sowieso eher deine Expertise, also ist ja auch jetzt umfassend erläutert worden. Gut, dann sind wir eigentlich noch zum Ende. Wollen Sie abschließend noch mal was so allgemein zu der Teststrategie oder zu den Tests sagen, Herr Krause vielleicht? Ja, aus meiner Sicht, wir haben es jetzt beide schon in verschiedenen Kontexten immer wieder genannt, zu bedenken ist nicht nur der Test selbst, sondern der Prozess drumherum. Und der kostet auch Zeit und auch Geld und auch geschultes Personal, so oder so. Und das muss mit bedacht werden. Und so, dass dann eine Meldung über einen vermeintlich ganz neuen, noch viel schnelleren Test, möglicherweise der Zeitunterschied gar nicht mehr so groß ist, wenn man die anderen Aspekte ist dann. Gleichwohl glaube ich, dass wenn jetzt gute, verlässliche Antigentests verfügbar werden in großer Zahl, dass das wirklich ein ganz neues Werkzeug in der Bekämpfungsstrategie geben kann. Und auch dieses Werkzeug muss mit Bedacht und priorisiert eingesetzt werden. Frau Ziesek, wollen Sie auch noch ein Schlusswort formulieren? Ja, also auch schon gefallen, aber was mir besonders wichtig ist, ist, dass auch wenn wir mehr testen, dass das nicht ein Schutz vor einer Infektion sein muss und dass wir trotzdem Hygiene, Basishygiene einhalten müssen und da nicht nachlässig werden dürfen. Das ist ein ganz großes Anliegen von mir. Also das sieht man ja an Herrn Trump und seinem Garten-Event, dass die haben sich ja testen lassen mit so einem Antigen-Schnelltest und haben dann sich nicht mehr an AHA-Regeln gehalten. Und das ist einfach kein 100%iger Schutz und ersetzt das einfach nicht. Das ist mir ganz wichtig. Großartig. Vielen lieben Dank an Sie beide, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich danke auch den zahlreichen Teilnehmern, die sich hier mit ganz vielen Fragen beteiligt haben an der Diskussion. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag und begrüße Sie gerne beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Tschüss. Ihnen auch. Schönes Wochenende.